Herzlich willkommen auf der Testmanufaktur. In diesem Video geht es um die besten Elektrorasenmäher. Der Qualitätssieger in unserem Elektrorasenmäher-Test geht an den Wolfgarten A370e, der schnellste Weg, Ihren Rasen zu mähen. Empfehlenswert für weitgehend naturbelassene Grasflächen mit höherem Gras, die seltener gemäht werden müssen. Dabei wird das Gras ohne Fangkorb nur geschnitten und über einen Deflektor seitlich oder am Schneidwerk hinten ausgeworfen. Ein kleiner Nachteil der Methode ist, dass der Grasschnitt auch da landet, wo er nicht hingehört, zum Beispiel auf Gehwegen. Doch für diesen Fall bietet Wolfgarten ein breites Spektrum an Geräten zur Reinigung und Pflege. Ideal, wenn wenig Zeit zum Rasenmähen bleibt. Die Auffangfunktion sammelt Schnittabfälle wie Blätter und geschnittenes Gras im Fangsack, so dass Licht und Wasser als Voraussetzung für gesundes Wachstum ungehindert in den Rasen eindringen können. Das aufgefangene Schnittgut können Sie beispielsweise auf dem Komposter oder in der Biotonne entsorgen. Fangsack mit großer Öffnung. Zunge und Frontklappe sorgen für Effizienz beim Entleeren. Höhenverstellbarer Griff mit Schnellspannsystem. Ausgestellte Heckklappe für ein besseres Auswerfen beim Mähen ohne Fangkorb. Kein Verstopfen, da die Klappe immer leicht geöffnet ist. Höhenverstellbare, vollständig abklappbare Holme ermöglichen eine platzsparende Aufbewahrung. Komfortable Tragegriffe für ein einfaches und ergonomisches Hochheben und Transportieren. Leichte und komfortable zentrale Schnitthöhenverstellung 2,5 bis 7,5 cm. Fangsackfüllstandanzeige. Der ergonomische, faltbare und höhenverstellbare Pultgriff mit Softeinlage sorgt für mehr Grip und besseres Handling. Kraftvoller leichter Motor in drei unterschiedlichen Leistungsstufen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Bosch Elektrorasenmäher. Mit dem Rasenmäher Bosch Arm 32 erhält man schnell und zuverlässig einen optimalen Rasen. Ausgestattet mit einem leistungsstarken 1200 Watt Motor schneidet er mühelos langes und dickes Gras. Trotzdem ist der Rasenmäher ein Leichtgewicht und kann daher Hindernisse leicht umfahren und einfach transportiert werden. Sie wollen randnah an Mauern, Blumenbeeten und Zäunen mähen? Kein Problem. Die integrierten Graskämme ermöglichen es dem Arm 32 unmittelbar bis an die Kante zu mähen. Der Rasenmäher Arm 32 von Bosch ist mit einem extra starken 1200 Watt Powerdrive Motor ausgestattet, damit bewältigt er auch ohne Probleme dickes und langes Gras. Mit einem Volumen von 31 Litern muss der Grasfangkorb weniger häufig entleert werden. Die Rasenlänge lässt sich mit der Schnitthöhenverstellung des Arm 32 auf drei Stufen anpassen. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Elektrorasenmäher-Test ist der Wolfgarten S3200e. Dieser kompakte Elektromäher eignet sich vor allem für kleine und ebene Rasenflächen von bis zu 150 Quadratmeter. Er zeichnet sich durch seine wohltuende Laufruhe aus, die ein ermüdungsfreies Arbeiten garantiert. Mit seiner sparsamen Leistung von nur 1000 Watt arbeitet der Mäher besonders stromsparend. Der Elektromotor ist extrem wartungsarm. Die geringe Schnittbreite von 32 cm eignet sich dabei vor allem für Flächen, auf denen es auf das Manövrieren ankommt. Die Schnitthöhe lässt sich dabei dreifach verstellen, das Schnittgut landet über dem Heckauswurf im 30 Litern Fangsack. Für die platzsparende Aufbewahrung ist der Griff klappbar. Falls dir das Video gefallen hat, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einen Kommentar freuen.